Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. In den letzten Videos habe ich euch schon mitgeteilt, dass ich momentan eher die Chance sehe, dass wir jetzt zurückschnappen, also dass der Einbruch zum größten Teil in vielen Aktien vorbei ist. Und die Frage stellt sich natürlich, okay, was macht man jetzt mit so einer Annahme? Und deswegen will ich euch heute mal drei konkrete Aktien vorstellen, bei denen ich aktuell Short Puts geschrieben habe, das heißt Cash Secured Puts, um ganz konkret zu sein. Und ich will euch ganz kurz zu jeder Aktie ein bisschen was sagen und vielleicht könnt ihr was daraus nehmen für euer eigenes Handeln. Gleich zu Beginn natürlich an dieser Stelle ein Disclaimer. Dieses Video stellt auf gar keinen Fall eine Aufforderung dar, dass ihr das genauso macht wie ich, wie alles, was ich hier tue, immer nur dazu dienen soll, dass ihr Ideen bekommt, dass ihr Anregungen bekommt, dass ihr Wissen bekommt. Letztendlich entscheiden für die Trades müsst ihr euch immer selbst. Und da gehört es ganz einfach dazu, dass ihr eure Hausaufgaben macht. Ne? Also wenn ich sage, ich kaufe Aktie XY, ich verkaufe da einen Call, ich verkaufe da einen Put, dann ist das immer meine persönliche Entscheidung. Und da ihr andere finanzielle Voraussetzungen habt als ich, der eine hat mehr Geld, der andere hat weniger Geld, da ihr andere Interessen habt, das heißt eine andere Zielrichtung vielleicht bei euren Trades, möchte ich euch wirklich ganz, ganz dringend bitten, dass ihr nicht diese Trades einfach blind nachhandelt. Ich will euch mit diesen Trade-Ideen, die ich aber wirklich auch selbst umgesetzt habe, will ich euch einfach nur zeigen, was ich mache, worauf ich in solchen Situationen hier achte, und zwar ganz konkret in meinem Langfristdepot. Ihr wisst alle, wir haben unseren Börsendienst, da gibt es verschiedene Strategien, da gibt es ein Aufbaukonto, ein kleines Konto, was wir handeln, da gibt es ein größeres Tradingkonto, wo wir eher Future-Optionen machen, da gibt es ein Investorenkonto, wo wir eher Cash-Secured-Puts machen. Also, da gibt es viele, viele Sachen. Wer also ganz konkret Tipps haben will, wo machen wir was, der kann sich den Börsendienst anschauen. Wir kommen jetzt auch mal zu diesen drei Ideen, die ich momentan umsetze. Ich schreibe euch ein paar Sachen hier mit an den Flipchart ran, damit es einfacher nachvollziehen wird. Also, Aktie Nummer 1, und ihr seht auch hier einen Chart eingeblendet, das ist die Aktie von Pfizer. So, warum jetzt also, PFE ist da das Symbol, warum schreibe ich jetzt bei dieser Aktie momentan Cash Secured Puts? Nummer 1, also ich lasse jetzt mal die fundamentalen Sachen alle weg. Ne? Ihr solltet euch auch immer so ein bisschen fundamental mit einer Aktie beschäftigen, wo ist die tätig und so weiter und so fort. Ich glaube, Pfizer, ne, die Männer unter uns, die wissen das alle, das waren diese kleinen blauen Pillen. Aber die machen natürlich auch viele, viele andere Sachen, ganz große Pharma-Aktie. So, und warum habe ich mich für Puts auf diese Aktie entschieden? Und der Grund ist einfach der, dass diese Aktie wahnsinnig stabil ist. Ne? Wenn ihr euch das mal anschaut, die Märkte sind stark runtergegangen. Und was macht diese Aktie? Die ist unheimlich stark. Und wenn man nach einer Korrektur wieder Aktien kauft oder Puts auf eine Aktie schreibt, dann gibt es verschiedene Ansätze. Einer der Ansätze, den ich sehr mag, das sind immer die Aktien, die sehr, sehr stark sind. Pfizer gehört für mich dazu und deswegen habe ich Puts auf Pfizer geschrieben. So, was mir bei denen gefällt ist, gerade beim Cash Secured Put, du bekommst eine Prämie, das ist klar, aber was wäre denn, wenn ich die Aktie eingebucht bekomme? Ne? Und da ist zum Beispiel eins, dass wir momentan hier ungefähr 3,2% pro annum Dividende bekommen. Also 3% Dividende, das ist also ein klassischer, mittlerweile wieder klassischer Dividendenwert. Trotz fast Allzeithoch, 3% Dividende, das spricht also für sich. Und das Schöne ist auch, wenn ihr euch das anschaut, gibt das so Dinge wie Fastgraphs, oder ihr könnt überall in die ganzen Tools mal reinschauen, dann ist es auch so, dass in den letzten Jahren Pfizer seine Dividende im Schnitt um 8% per annum gesteigert hat. Und 8% per annum, was heißt denn das eigentlich? Das heißt, dass sich die Dividende in 9 Jahren, immer unter der Voraussetzung, das bleibt alles so, dass ich in 9 Jahren die Dividende wird verdoppelt haben. Das bedeutet also, in 9 Jahren kriege ich aus meinem Pfizer-Engagement nicht mehr 3%, sondern schon über 6% jährliche Dividende. Ich denke, angesichts von Nullzinsen ist das eine ganz gute Idee, was wir gerade machen können. So, die nächste Aktie, eine Aktie, die ich auch selber schon sehr, sehr lange in meinem Depot habe und wo ich auch immer mal wieder vor Ort eine Recherche mache, und zwar, das ist Starbucks. Chart hier wieder eingeblendet. Starbucks ganz anders als jetzt die Pfizer. Muss man eher sagen, an der sind in den letzten Jahren die Rallye so ein bisschen vorbeigegangen. Ja? Und wenn man eine Aktie hat, die lange, ich schreibe das mal hin. Spooks. So,
Und wenn man eine Aktie hat, die lange, lange Zeit seitwärts läuft, oder einen Markt, der lange Zeit seitwärts läuft, da gibt es immer zwei Punkte, was diese Aktie machen kann. Nämlich, die wird aus dieser Range ausbrechen. Das kann man sich überlegen, hey, okay, die kann nach unten ausbrechen, die kann nach oben ausbrechen. Wo sind die Wahrscheinlichkeiten größer? Ich präferiere den Ausbruch nach oben, natürlich auch ein bisschen, weil ich die Aktie selber habe, aber weil mir das Geschäftsmodell von Starbucks weiterhin sehr, sehr gut gefällt. Man kann natürlich jetzt sich in die Zahlen arbeiten, einarbeiten und so weiter und so fort, aber für mich ist immer noch entscheidend, wie fühlt sich das an? Und für mich heißt, wie fühlt sich das an, geh mal in die Läden rein. Und Starbucks, die Dinger sind immer voll, egal wo man hinkommt, ob ich jetzt in Amerika bin, ob ich jetzt hier in Deutschland irgendwo unterwegs bin. Starbucks ist immer voll, da sind immer viele Leute und der Kaffee kostet ein Schweinegeld. Der ist wirklich wahnsinnig teuer, zugegebenermaßen, der schmeckt auch gut, aber das ist natürlich auch das Ding, dass er sehr, sehr teuer ist, ne? Und damit verdienen die auch eine ganz gute Marge. Kaffee zuletzt auch hier im Preis stark gefallen. Das heißt, Kaffee ist auch günstig. Das heißt, die schaffen schon ganz schön Geld zur Seite. Das zeigt sich übrigens auch in der Dividende, denn Starbucks schüttet momentan eine Dividendenrendite aus von 2,5%. So, also das ist ja ein bisschen weniger als hier bei Pfizer. Aber das Spannende ist, dass Starbucks erst seit 2010 angefangen hat, Dividenden auszuschütten, also noch gar nicht so lang. Das sind jetzt gerade mal 8 Jahre und jetzt kommt der Hit. Die schütten momentan 50% ihres Überschusses an die Aktionäre aus. Also das heißt, eine Auszahlungsquote, die ziemlich okay ist, 50%, das ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Aber das Besondere ist, wir haben hier gesehen, bei Pfizer, die steigern ihre Dividende momentan oder haben es in den letzten Jahren gesteigert um ca. 8%. Starbucks steigert aktuell seine Dividende um 28% per annum, also um fast ein Drittel. Und das bedeutet, dass alle 3 Jahre sich die Dividende verdoppelt, wenn sie so bleiben könnten. Ja? Jetzt gehen wir mal davon aus, das wird irgendwann auch mal absinken, das wird weniger werden. Aber für mich ist Starbucks ein schönes, ist ein Markenprodukt auf jeden Fall. Es gibt ja mittlerweile auch Starbucks-Kaffee im Supermarkt zu kaufen. In amerikanischen Restaurants hast du ganz oft in den Speisekarten stehen Kaffee und dann Starbucks-Kaffee. Ne? Also das ist eine teure, edle Marke, so wird es zumindest gesehen. Ihr müsst das Ding jetzt nicht zwingend lieben. Es ist immer besser, eine Aktie zu kaufen, mit der man sich auch selber so ein bisschen, oder mit dem Produkt, man sich selber auch so ein bisschen identifizieren kann. Und deswegen habe ich mich unter anderem für die Starbucks entschieden. So, und jetzt kommt noch die dritte Aktie. Und ihr seht sie hier und ihr werdet euch nicht wundern, weil ihr wisst, dass ich seit vielen, vielen Jahren ein großer Fan dieser Firma bin und auch Aktien habe. Und das ist natürlich Tesla. So, und bei Tesla ist es ganz einfach so. Was gefällt mir an dieser Aktie momentan aus Sicht des Optionsverkäufers? Und das ist natürlich diese Stärke im Markt. Die Aktie läuft auch seit Jahren im Grunde genommen seitwärts. Und das, obwohl es nur negative Nachrichten gab. Wenn ihr euch mal überlegt, wie oft wurde Tesla totgesagt? Ne? Die gehen pleite und wenn erst Volkswagen kommt und wenn erst die anderen kommen und so weiter und so fort. Und mich erinnert das so ein bisschen daran, wie es damals bei Amazon war. Ne? Als Amazon angefangen hat, hieß es, da wenn erst mal die Großen anfangen, wenn Karstadt anfängt, ne? wenn Quelle anfängt, wenn Walmart anfängt und so weiter und so fort, dann hat doch die kleine Amazon keine Chance. Die Bewertung von Tesla ist absolut ambitioniert, aber sie liefern. Es ist mittlerweile das meistverkaufte Auto in einer gewissen Preisklasse in den USA. Also sind, nein, das stimmt nicht. Es ist nicht das meistverkaufte Auto, das ist Quatsch. Aber sie sind in einer bestimmten Klasse mittlerweile recht weit oben. Sie verkaufen mittlerweile, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Tesla verkauft in den USA mehr Autos als Daimler. Weil wir wissen alle, ein Daimler, das ist mit eines der besten Autos der Welt. Ne? Also ein Daimler ist einfach geil, wenn du dich reinsetzt. Ich habe auch einen Daimler zu Hause. Das ist einfach schön. Da weißt du, das funktioniert alles, da klappert nichts. Das ist Automobilbau vom allerfeinsten. Und trotzdem verkauft Tesla mehr Autos als Daimler. Sollte man sich mal überlegen. Und Tesla hat viele gute Dinge. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen. Jetzt kommen wir aber wieder zu den Optionen. Warum? Weil ich habe auf einem extrem niedrigen Strike, ich habe bei Tesla, kostet ungefähr so 3,30 sowas in der Dreh, ich habe bei $150 mit gar nicht so langer Laufzeit, habe ich Putz geschrieben, ne? Und habe dafür super Geld gekriegt. Und das ist doch geil. Du verkaufst 50% unter dem aktuellen Preis. Hast du so eine hohe Volatilität, dass du da eine tolle Prämie dafür bekommst. Und würde ich, wenn Tesla auf 150
fallen würde, würde ich die Aktie nehmen? Auf der Stelle. Ich würde sie auf der Stelle kaufen wollen. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht passiert und ich nur die Prämie verdiene, aber immerhin. Ne? Das ist ja immerhin schon mal was. Und deswegen habe ich eben auch Puts auf Tesla geschrieben. So, es gibt noch mehr Aktien, auf die ich Puts geschrieben habe. Was ich euch heute mit dem Video eigentlich zeigen wollte, ist, dass man gerade an das Thema Cash Secured Puts auch ganz anders herangehen kann. Ne? Dass man nicht sagen muss, ich nehme nur die ganz schwachen oder die Firma muss eine Story haben, sondern ich habe mir für alle Aktien, wo ich was gemacht habe, was überlegt. Bei Pfizer ist es die sehr gute Dividende, die Stärke der Aktie jetzt hier in der Abwärtsbewegung. Bei Starbucks ist es die Seitwärtsbewegung, das Produkt, was mir gefällt und die sehr hohe Steigerung der jährlichen Dividende. Und bei Tesla, wo es keine Dividende gibt, wo jetzt die ersten Gewinne gekommen sind, ich bin mir sicher, Tesla wird auf Jahre hinaus keine Dividende ausschütten, ist es einfach die Story hinter der Aktie und auch die Zahlen, die man jetzt geliefert hat. Und dazu möchte ich euch auch anregen, macht euch Gedanken, sucht nicht immer nur technisch irgendwelche Aktien raus und sagt, hey, das ist die Aktie sieht schön aus, sondern versucht euch ein bisschen mit der Aktie auch zu beschäftigen, damit ihr ein besseres Gefühl bekommt, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel eben hier bei Starbucks seht, die fällt mal 5%, ne? Dann ist das was ganz anderes, als wenn du sagst, ich habe eine Aktie XY, die hat mir ein technischer Scanner rausgeschmissen. Wieso fällt die jetzt plötzlich 5%? Du hast ein anderes Gefühl und wir wissen doch alle, hier oben mental, das ist extrem wichtig. Ein gutes Mindset ist wahnsinnig wichtig für den Handel. Und deswegen solltet ihr das auch tun. Beschäftigt euch mit den Dingen, die ihr macht. Geht ein bisschen tiefer rein. Macht das nicht nur so oberflächlich. Glaubt mir, das lohnt sich. Ich bin natürlich wie immer gespannt auf eure Kommentare, Anregungen, Meinungen, Wünsche. Ihr dürft das Video bewerten, ihr dürft das Video teilen, ihr dürft es natürlich, ihr müsst es kommentieren. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, euch viel Erfolg an den Märkten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye.